So, nochmals einen schönen Gruß aus Hurming oder Heiming 2.0, wie wir so schön gesagt haben. Reportage 186 Ausgabe Heiming 2.0 steht in Startlöchern. Jawohl, das habe ich schon mal irgendwann einmal im Mai gemacht, letzten Jahres. Jetzt mache ich es halt noch einmal. Und jawohl, herzlich willkommen, Reportage 186 Ausgabe 2.0. Heute mal ein bisschen Sahara-Staubwetter, aber es ist uns egal. Macht nichts. Grüß Gott, servus, hallo, servus. Gut. Also, jetzt zeige ich euch ein paar Highlights aus Hurming. Ja, aber. So, das hier ist Volksschule Heiming. Die Volksschule Heiming. Seht ihr hier? Und das, was Sie hier hinten sehen, ist der Ortsteil Magerbach. Der Ortsteil Magerbach hier in Heiming. So, hier wird Käfigfußballturnier groß geschrieben. Da spielt jeder Fußball im Käfig drinnen sozusagen. Käfigfußballturnier. So, hier das Feuerwehrhaus von Heiming. Sehen Sie hier, das Feuerwehrhaus von Heiming verfügt über 3 MAN-Einsatzfahrzeuge und einen VW. Sehen Sie hier, das Mannschaftsfahrzeug ist ein VW und 3 MAN-Einsatzfahrzeuge. Feuerwehr Heiming. So, hier sehen Sie die Pfarrkirche. So ein bisschen, da sehen Sie den Kirchturm der Pfarrkirche von Hurming. So, hier Imbiss, Café, Bar, Höppi sind Sie auch in der Einblendung. Nochmals hier, das ist diese Location hier. Höppi hier in Heiming. Gibt da viele Gasthäuser, also insgesamt 3. Der Stern weiß ich nicht, ob der auch offen hat. So, das sind hier Billa-Einkaufszentrum hier in, auch für die Heiminger hier, da gehen immer hier einkaufen, zentral auch, sehr zentral. So, ich darf auf diese Veranstaltung gleich hinweisen, am 12. April in Milstrofaner Tirol. Bitte alle vorbeikommen, 12. April Trofaner Tirol. Da geht's auf, jawohl. So, hier sehen Sie nochmal zur Wiederholung den Ötztalbeck, auch von dieser Seite aus gesehen. Der Ötztalbeck hier leider geschlossen. So, hier sehen Sie nochmal Restaurant, Pizzeria, Café Heimingerhof. Wieder ab 17 Uhr geöffnet. Bitte hier vorbeikommen, alle zum Essen, liebe YouTube-Community. Kommen Sie alle vorbei und genießen Sie kulinarische Spezialitäten. Lassen Sie sich verwöhnen. So, hier sehen Sie Grafikblatt, Autobeschriftung, Fassadenbuchstaben. Mache ich mal von dem hier Werbung, Grafikblatt hier zu sehen. Ja, schaut Sie mal, wie hier schön alles blüht. Super hier. Jawohl. Wie im Garten Eden blüht der Schmerz. Garten Eden, jawohl. Sie sollten einmal nach Heiming kommen, dann sehen Sie das, wie alles steht. Jawohl. So, jetzt haben wir runtergekippt. Jawohl. So, hier blüht alles sehr schön hier. So, hier sehen Sie das neu gestaltete Gemeindehaus. Dann hier Reika. Alles Mögliche ist hier. Und das hier ist ein Babylon hier. So, hier sehen Sie eine der schönsten Häuser hier in Heiming. Die schönsten Gebäude gibt es hier nur in Heiming. Dieses schöne Bild an dem Haus gefällt mir sehr gut, sehr schön gezeichnet hier. Wirklich sehr schön gemalt, dieses hier oben. So, das war mal ein Lokal, sicher die Gasthof Traube, weil es hier oben steht. Gasthof Traube hier. So, Sie sehen hier ein schöner Bau hier in Heiming, das
Das sieht ja wirklich sehr schön aus, dieses Gebäude. Sehr interessant. Darf hier in der Reportage auch nicht fehlen. Inmitten von alten Bauernhäusern sehen Sie dieses interessante Gebäude hier. Jawohl, muss, darf nicht fehlen. Muss alles drauf sein. So, hier das Gasthof Stern-Sickerla. War ein ehemaliges Lokal. Gibt's jetzt leider nicht mehr. Ah doch, ich habe mitbekommen, das gibt's doch noch. Ist aber momentan geschlossen. Hier der Gastgarten darf auch nicht fehlen. So, wir grüßen Rita aus Weiden und Rudi aus Battlen oder Buttlen. Rita aus Weiden und Rudi aus Battlen oder Buttlen wird gegrüßt. Da hat mich jemand angeschrieben auf YouTube mit seinem Gruß. Schöne Grüße nach Deutschland, ins Paradies. Juhuhui! Sorry, das ist der Gastgarten, das ist ja nur ein Parkplatz. Entschuldigung, was mache ich denn wieder für einen... So, das ist der Gastgarten. Zeige ich euch auch, was es hier zum Essen gibt. Blenden wir das einmal groß ein. Für die YouTube-Community. Dann wird das Gasthaus erst richtig voll, wenn die Leute essen kommen. Aber alles relativ teuer, wie Sie hier sehen können. So, hier sehen Sie ein Rafting-Unternehmen. Das darf in der Einblendung auch nicht fehlen. Rafting-Unternehmen hier zu finden. Genau im Ortszentrum von Haiming. Nicht weit zu verfehlen. Hier, da können Sie die Boote ausleihen. Und zum Raften und Sporteln hier zu sehen. Zu finden. Und dies ist der Platz Naschtadel, da kann man feiern drinnen. Da geht die Party ab. So, hier ist die Informationstafel, wie angekündigt. Hier ist die Infotafel. So, das ist der Selbstbauernladen, Selbstbedienungsladen hier in Haiming. Hier sehen Sie alles Wissenswertes hier in Haiming. So, diese Glocke hier gefällt mir sehr gut. Das ist der Christelshof hier in Haiming. Schaut ja sehr gut aus, top. So, die Beschreibung hier, des Menschenfleiß gar nichts gelingt, wenn Gott nicht seinen Segen bringt. Hier bei Christels Hof, im Hofladen. Und täglich geöffnet von 8 bis 22 Uhr. So, richtig viele Obstplantagen gibt es hier in Haiming zu bewundern. Denn es ist im Oktober wieder der Haiminger Markttag, das möchte ich auch erwähnen. Und wenn kein Frost kommt, dann blüht ja alles. Wie schon gesagt, hier sehen Sie alles Obstplantagen. So, jetzt gehen wir gleich die Kirche anschauen. Dann wird das grande Finale hier eingeläutet gleich. So, die schönste Haiminger Kirche von innen drinnen. Festlich geschmückt, die Haiminger Kirche. Kirche von Huaming hier. Jawohl, eine der schönsten Kirchen hier in Haiming, Huaming. Wie sagen die Oberländer? Die Oberländer sagen Huaming. Jawohl, einfach eine Attraktion. Der Pfarrer ist hier der Kitanes, habe ich euch ja schon mal gesagt. Der ist auch in Silz zuständig für die Gemeinde. Und der Altar ist ja wirklich beeindruckend. Wunderbar, der Altar hier. In der Reportage Haiming 2.0 am 7., na heute am 8., glaube ich. Am 9., Entschuldigung, heute ist der 9. April, sorry, 9. April heute. Aus Haiming. Die Parker im Innenraum von Haiming. So, meine Damen und Herren, jawohl. Das Grande Finale wird jetzt hier eingeläutet. Heute war mein Publikum im Hintergrund. Das Grande Finale in Haiming 2.0 Reportage und 86. Ausgabe.
Wir grüßen Ritter Rudi aus Guttlen und Ritter aus Weiden. Jawohl, schöne Grüße aus Heiming, aus den schönsten Orten der Welt. Heiming ist klimafreundlich und das kann man sagen. Und ich bedanke mich bei den Zuschauern. Nächste Ausgabe Reportage wird Zierl sein. Zierl wird Reportage 3.0 sein. Das habe ich, wiederhole ich jetzt schon zum dritten Mal. Also Zierl 3.0 kommenden Freitag. Zierl 3.0. Dann geht es weiter nach Dux am Samstag. Und am Sonntag weiß ich noch nicht. So, vielleicht haben wir Meierhofen, Moorhofen. Also ich sage Dankeschön für Zuschauen an alle YouTube-Community. Papa, ciao, Papa. So, fertig. Fertig, fertig. Jawohl.